Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im LS19 Live-Projekt mit dem Boxer und dem Herrn Bürgermeister ist auch noch da. Hallo. Schönen guten Tag. Moin, moin. Bin aber schon quasi aus der Tür raus. Ja, kein Problem. Wie gesagt, Sie sind immer herzlich willkommen, Herr Bürgermeister. Futterautomate werden wir natürlich beim Herrn Nadelmann anfragen, was er uns da liefern kann. Und ja, ich sehe, ich werde schon wieder gerufen. Ja, ich... Dringend. Es ist immer dringend. Es ist immer dringend. Es ist immer dringend. Deswegen sage ich ja, ich bringe die guten Nachrichten, die schicken mich meistens sofort. Alles gut. Okay. Okay. Danke für den Besuch. Dann sage ich mal, schönen Tag noch. Danke Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. So. Okay. Lass mich kurz gucken, wie viel brauchen denn die Schafe zu fressen. Ah, lol. Ist halb voll. Ich hau nochmal ein paar Ballen rein, ne? Ja. Ja, das mit dem Terrain ist halt so, ich lade mal hier ab, ne, wenn das in Ordnung ist. Du kannst direkt in den Trigger abladen, bitte. Ich weiß gar nicht, warum du hier ablädst. Hallo. Ach so, geht. Moin, Sens. Moin. Wir können Feld 21 noch nicht düngen. Geht das noch gar nicht? Nee, weil der Kollege, der da ansieht, hat ja gleich eine Düngefunktion. Ja, aber das zweite Mal, das müsste schon funktionieren. Der eine Kollege meinte gerade, es funktioniert noch nicht. Wir können es ja gleich nochmal schauen. Im Auftrag der Wissenschaften wird das vielleicht einfach mal versuchen. Ja, mach mal. Einfach versuchen, aber keine Sorge, ich hätte eine Alternativaufgabe. Nee, wir probieren es. Wenn es nicht klappt, dann komme ich nochmal. Wir bräuchten noch jemanden zum Schafe streicheln. Ah, haben Sie schon Schafe? Ja, klar. Ah, okay. Dann wird auch bald ein Streichelzoo eröffnet, ne? Sind wir da eingeladen? Jeder ist eingeladen. Das ist doch schön. Aber da kommen wir ja später zu. Alles klar. Komm später nochmal. Jo. Jo, danke. Ja. Da ist ein Strohballen dabei. Ja, du, der wird dann... Wird das eigentlich automatisch eingezogen, wenn ich jetzt hier hinstelle? Ja. Deswegen sage ich, du haust alles rein und wenn der Trigger leerer wird, saugt das sich das automatisch weg. Ja. Jo, nimmst du den mit? 40.000, das ist voll. Die anderen kannst du bitte woanders hinstellen. Kann ich die nicht da stehen lassen? Naja, weiß ich nicht. Glaube ich, ist schlecht, weil dann zieht er auch 4.000 Liter ab, wenn er nur 1.000 Liter braucht, weißt du? Achso, nee, was heißt die anderen? Oh Mann. Wir sind keine anderen. War's das? Ja. Aber wir können hier Veranstaltungen machen, Boxe. Wir können hier Ballenrutschen veranstalten oder Ballenweitwurf. Achso, der ist schon angekommen. Gott. Ja, geil. Boah, es läuft, ey. Geil. So. Schafe sind voll versorgt. Ich glaube, die haben auch 100%. 99% haben sie auslassen. Kannst du dich mal darum kümmern? Jo. Oder ich kann egal, was kommt. Ich mach's. Hühner fertig machen, gucken, was da abgeht. Hühner mache ich gerne, kein Problem, ich bin der Hühnerflüsterer. Pferde, aber da hast du ja gesagt, ist alles... Es ist alles tutti. Wir müssen vielleicht ein bisschen reinigen, das mache ich aber mit der Schaufel fix. Die Pferde, ne? Ja. Wir bekommen jetzt noch ein bisschen Futter von mir. Ja. Den Rest kannst du verhökern. Achso, da hast du schon was über Wiesen an Geld? Ja, genau, wir sind aus dem Schneider. Okay. Das, was jetzt da ist, gehört uns. Alter, die haben so eine Massenproduktion hier, die Nachbarn. Ja, ich weiß. Also, was heißt Nachbarn? Entfernten Nachbarn. Ja. Die nahen Verwandten. Oder nahen... Ich hätte halt wahnsinnig gern so eine Halle hier, ne? Aber wenn wir das Terrain nicht anpassen können, ist halt schlecht. Ja. Ich würde ja gerne noch die Abschälfläche da, wo Unkraut oder nichts ist, gerne noch mit Gras sehen. Weil wir hätten noch die Seemaschine da. Das war schon die... Aber keine Zeit. Ja, glaube ich dir. Ja, ich muss dir das leider glauben, ja. So, haben wir eigentlich noch mehr Traktoren? Ich fahre hier nur mit dem Johnny rum, ne? Ja, sicher. Überall. Ein Sammler ist da noch bei. Wir können uns auch überlegen, ob wir ein Case verkaufen. Nö, würde ich nicht machen. Aber es ist einfach so entspannter irgendwie. Nee, dann lass doch so. Ist doch. Wir haben jetzt keine Geldsorgen, würde ich sagen. Also. Ja. So, bei den Pferden muss gar nicht sauber gemacht werden. Ehrlich jetzt nicht? Warte mal. Nö, denen geht's richtig gut. Ja, moin. Achso, jetzt muss ich ganz kurz zu meinem Nadelmann. Ist er da? Ja, ich gehe mal einfach runter. Yes. Mahlzeit. Guten Tag. Muss ich gehen oder darf ich bleiben? Ich darf gerne bleiben. Herr Nadelmann, ich habe einen Spezialauftrag für Sie. Das hört sich gut an. Es ist nicht so lukrativ für Sie, aber ich muss das trotzdem äußern. Ja. Wir haben vom Bürgermeister 10.000 Euro bekommen. Ja. Und sollen bei unserem Schafstall einen Futterautomat aufstellen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich einen Futterautomat hernehmen soll. Ich schaue da mal kurz, ob mein Katalog schlauer ist. Ja, schon gut, gucken Sie mal nach. Also mir ist nicht bekannt, dass es sowas gibt, aber ich habe gesagt, ich werde mal den Herrn kompetentesten Händler, den wir haben, den Herrn Nadelmann, anfragen. Wenn es einer hat, dann er, ne?
Mein Katalog gibt zurzeit so etwas leider nicht her. Okay. Würden Sie sich das vielleicht mal aufschreiben, bitte? Dass wir da vielleicht gucken Sie mal in dem Exportkatalog nach, ob Sie vielleicht vom Ausland was holen können. Eine Fotomischstation für Schafe. Schafe. Also, ich sage Ihnen ganz ehrlich, unsere Schafe sind nicht wählerisch. Da kommt ein bisschen Wasser in den Trog, ein bisschen Heu oder Gras und dann ist die Sache erledigt, ne? Und ja, die Idee wäre halt natürlich, einen Scheichel zu eröffnen. Und da hat der Bürgermeister gesagt, ach ja, so ein Futtertomat, ne, für die kleinen Kinder, für die Eltern, wo sie mal so einen Euro reinhauen, damit sie ein bisschen Futter auf die Hand bekommen. Wäre ja ganz nett, was halt prinzipiell nicht falsch ist. Aber ich weiß halt einfach nicht, wie ich es umsetzen soll. Ja, ich habe das mal so auf meine Liste getragen und werde das mal prüfen. Okay, also die 10.000 Euro sind bei uns. Wenn Sie was haben, sagen Sie Bescheid. Wir können gerne, auch wenn es 12.000 ausmacht, legen wir noch 2.000 drauf, ist kein Problem. Aber jetzt 30.000 soll es nicht kosten. Okay, ist gut. Das war super. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gern geschehen. Tschüss. Tschüss. So. Der Herr Nadelmann versucht, einen Futtermischer oder einen Futterautomat zu bekommen. Ach so. Für 10.000. Das Problem einfach mal weitergegeben. Alles klar, gut. Kann ich mähen, Boxe? Ja. Gut, dann mache ich das jetzt. Du kannst starten. Weil ich habe alles gemacht jetzt mit den Tieren. Weißt du, was das Gute ist? Das ja. Feld ist soweit versorgt, da müssen wir uns aktuell nicht drum kümmern. Das ist ja wirklich gut. Also es muss nur Unkraut gespritzt werden. Ah, mein das ist höchstwahrscheinlich auch der Grund, warum die anderen das jetzt machen. Also du musst dich einfach dann um nichts mehr kümmern, ne? Also wenn du Silage machst oder Gras machst, musst du, ja, viel tun. Kann ich nicht die Ballenpresse hinten dran kuppeln? Ich weiß nicht, wie die Entscheidungslage war. Ich will doch mal eben mit dem Bürgermeister sprechen. Ich habe einen anderen Vorschlag. Ja. Lass einfach machen und warte, bis sich jemand beschwert. Ich meine, der Bürgermeister hatte gesagt, es wäre auch erlaubt gewesen. Ja, dann. Boxe, du musst ein bisschen... Du bist zwar ein netter Typ, ne? Ja. Du musst ein bisschen Ellbogen zeigen hier. Ja. Weißt du? Du kannst nicht alle auf Kaffee und Kuchen landen. Du musst auch mal mit dem Messer losziehen. Alles klar, mit Messer. Weißt du? Okay, ja, ist doch die Wahrheit, ne? Komm, besser um Entschuldigung bitten, als wie um Erlaubnis zu fragen. Ja, aber ich glaube, das ist in Ordnung, wie ich das verstanden habe. Ja, es wird sich schon jemand melden, wenn es falsch ist. Hast du Bock auf Geld? Geld kommt rein. Echt? Sag mal. Ja, ist okay, kann noch ein bisschen mehr kommen. Ja, wird's. Komm, ja, einmal die 100. Reicht. Nicht so toll. Das war jetzt, glaube ich, übrigens, die Pferde haben gar nichts genommen. Das heißt, die sind eigentlich, glaube ich, jetzt versorgt. Ja, denen geht's gut, Alter. Ich habe die jetzt noch gestriegelt, die zwei, was wieder mal gefehlt hatten. Ja. Also, weiß nicht, ich glaube, wir machen echt einen guten Job hier. Jo. Und falls es zu einer Situation kommt, mal schauen, ob sie kommt, sind wir gewappnet. Das ist richtig. Wir haben, der Julian ist da, moin. Hallo. Also, das Ding geht nur ein ganz kleines Stück. Na, das ist aber wenig. Das ist nicht gut. Ein bisschen sehr wenig. Also hallo. Theoretisch können wir aber schon Ballen sammeln anfangen. Keske, una problema, Ansgar? Jetzt ist gerade was passiert, wo ich wirklich sagen muss, das war's hier komplett. Warum? Der Bürgermeister hat unsere Parzelle jetzt neu verpachtet, sozusagen, an neuen Besitzer. Ich nehme an, dass ihm das irgendwann auch bevorsteht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nur uns ereilen wird. Achso, okay, ja. Julian, lassen Sie das schon mal drauf. Bitte? Lassen Sie das Unkraut drauf. Das ist einfach nur eine bodenlose Frechheit, was hier passiert. Wurde sich da nicht zu geäußert, warum das so ist? Keine Ahnung, ich habe den Raum verlassen, das war jetzt zu blöd. Ich hab das verstehe ich jetzt gar nicht. Es wurde halt nicht mehr, es wurde nicht akzeptiert, der blieb einfach drin. Das ist so wie, also wie alle Sachen, die erteilt werden. Ja. Da wird sich einfach nicht dran gehalten. Herr Julian, wenn Sie einen frei haben, bei unserem Hof schwarze Ballen abtransportieren, bitte. Naja, ich gehe mal wieder rüber. Ja, viel Spaß, ne? Ballen sammeln wir gerne. Ja. Ja. Werner, hier presse ab, ich presse, dann sind wir schneller. Oh nee, okay. Ja. Mit Ihren Maschinen? Ja. Oh. Ja, bitte. Okay. Ist billiger für uns. Ich habe noch eine Aufgabe für den anderen, Herr Ula. Einen Moment, bitte. Entschuldigung. Der muss sich das doch aufschreiben, Mann. Ja, du weißt ja, ich bin immer so euphorisch. Ja, du bist immer so hibbelig, ne?
Das ist Feld 6 bei Ihnen, ne? Yes. Ja, okay. Ja, genau. Inklusive Hügel und so weiter. Bis zum Gleis. Ja. Dann das zweite wäre? Das zweite wäre bitte Feld 21, sprich da, wo Sie die ganze Zeit am Ackern sind, Unkraut. Bist du weg. Haben Sie da was oder sollen wir mit unserer Maschine? Da bitte Ihre Spritze nutzen. Die dicke. Dicke. Genau. Ich habe noch eine Frage, super. Herr Julian. Warte mal, Ballen sammeln mit Ihren Maschinen war es. Ja, bitte. Warum haben Sie so einen dicken Tiertransporter auf Ihrem Hof stehen? Dazu ein Tiere transportieren. Haben Sie so viele Tiere? Wir haben hohe Nachfrage gehabt, ja. Okay. Da haben wir uns so einen angeschafft. Ah ja. Ja gut, kann man ja machen. Richtig. Okay. Dankeschön für Ihre Zeit. Jo. Tschüss. Was haben die für Tiere transportiert? Das würde ich jetzt mal interessieren. Nee, die haben keinen Stall. Ja. Ah, vielleicht hat der Herr Bürgermeister noch mehr Tiere bestellt. Finde ich tatsächlich bedenklich, was hier gerade passiert. Ich meine, uns betrifft es nicht. Noch ich glaube, nicht. Wir haben einen ganz guten Draht mit dem Bürgermeister. Sollte es zu dieser Situation kommen, werden wir auf jeden Fall, ich sag's dir jetzt, auf jeden Fall das mitnehmen, was jetzt noch auf dem Feld ist. Können wir das nicht jetzt schon mal, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, weil, nee, also, ja. Gut, man muss jetzt aber eins dazu sagen, man kann nicht immer dem Team King Biceps hier den Miesepeter zuschieben, weil wenn das eine Entscheidung vom Herrn Bürgermeister war, dann ist es zu akzeptieren. Genau. Das ist einfach mal so. Ich dachte gerade erst, du wolltest auf dem Schild hinaus, mit dem Schild die Situation. Das war natürlich auch nicht ganz edel. Das finde ich auch. Das finde ich auch tatsächlich eine Frechheit vom Team Gut Bierhals. Das mit dem Schild mit den 100.000 Euro die Stunde, ne? Apropos, da müssen wir mal sagen, oder müssen wir fragen, stimmt, das Geld wollten sie doch spenden, ne? Das weiß ich nicht. Also, mir wurde von meinem Bürgermeister gesagt, da ist noch nichts fix, die sind noch in Verhandlungen. Wenn es da Konkretes gibt, werden wir informiert. Ah, okay, weil sonst hätte ich gesagt, für unsere schöne ja, was auch immer. Ja, absolut. Ich bin da der Meinung. Aber wie gesagt, das haben nicht wir zu entscheiden. Wir können es nur anmerken. Das haben wir gemacht. Und schauen wir mal, was sich entwickelt, ne? Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon sinnvoll ist, Ballen zu wickeln oder. Obwohl, ja, mach ich jetzt. Einfach weitermachen, Boxer. Wir können natürlich auch noch Aufträge annehmen, ne? Ja, genau, aber ich glaube, alle sind ganz gut versorgt. Okay, dann ist gut. Oh, der Herr Ansgar, der war ganz schön aufgelöst. Ja, ich weiß auch nicht, warum man das immer alles so mitnimmt. Also, das ist eine Entscheidung, die gefallen worden ist. Was ist da jetzt, ne? Ja. Verstehe ich jetzt nicht. Natürlich ist man im ersten Moment natürlich ein bisschen, erschrocken. Aber ja, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass der Herr Ansgar oder auch wir nicht, das muss man einfach mal so sagen, irgendwas bezahlt haben für das Feld zu pachten. Ne? Ja, das stimmt. Also muss man einfach mal sagen, das ist dann deren Entscheidung vom Besitzer und das ist zu akzeptieren. Meinst du, wir sollten mal bei den... Ah, nee. Ich glaube, wir halten uns da raus. Ja, ich glaube auch. Ich hatte erst überlegt, aber ich dachte, nein. Steck das Messer wieder weg, wir halten uns hier raus. Ja. Okay, also das Messer soll ich dann für andere Situationen rausholen? Ja, genau. Messer, liebe Leute, ist nur bildliche Vorstellung. Nur wenn ich zur Boxes habe, hol das Messer raus, dann weiß er, was ich meine. Ja. Wir können auch sagen, hol den Kuchen raus, hat die gleiche Bedeutung. Ich würde sagen, ey, hol die Salzstangen raus. Hol die Salzstangen raus, wir müssen Codewörter entwickeln. Das heißt, wenn ich sage, hol die Salzstangen raus, dann muss man auf richtig Agro machen. Jo, das stimmt. Weißt du? Ab jetzt in den Kommentare, wenn wir mal richtig fies sein sollen. Ja. Ab jetzt bitte hol die Salzstangen raus. Hashtag hol die Salzstangen raus. Mann, ey. Also ihr seht, ne, man kann auch das Projekt spaßig betreiben. Ja. Natürlich ist es einigermaßen, also sehr einseitig, das muss man einfach so sagen. Aber wir gucken halt auch, dass wir haben natürlich noch ein anderes Feld ansehen lassen. Wir sind hier mit den Tieren dabei. Ne? Also wir versuchen schon einiges, aber es geht halt leider nicht an. Also du musst halt irgendwie gegenhalten mit dem anderen und ja. Aber ich bin tatsächlich überrascht, dass bisher, ich möchte es ja gar nicht aussprechen, dass bisher
noch nichts wieder vorgefallen ist, also sprich, dass wir noch nicht in die Situation mit einbezogen wurden. Also, ja, das ist aber, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Ist es genau, deswegen wollte ich es gar nicht aussprechen, aber... Ich habe mal eine andere Frage. Gibt es diese Bienenhäuser, gibt es nicht mehr, ne? Oh, das wäre eine geile Nummer. Warte mal. Oh, Junge. Nee, die gibt's nicht mehr. Was ist hier? Warte. Ich muss was gucken. Ja, dann guck mal. Ich mähe erstmal weiter, ne? Was hast du gekauft? Ich habe nichts gekauft. 24.500 neue Fahrzeuge. Aber wir haben kein Geld verloren, oder? Hier ist was. Okay, wir gucken uns in der nächsten Folge das an. Liebe Leute, wenn es gefallen hat, Däumchen erlassen nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.